Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und am Montag habe ich es vergessen, euch noch am Rande zu sagen, dass wir kurz vor Halloween stehen. Am Samstag ist mal wieder Halloween und es jetzt jeden Tag, also quasi in dieser Woche, eine Kritik geben wird. Eine kleine Empfehlung an euch da draußen, was ihr euch neben den Standard-Klassikern und Kultfilmen noch so an Halloween anschauen könnt. Und heute geht es um eine waschechte kleine Genreperle, und zwar Retribution. Die Rückkehr des Unbegreiflichen von TV-Regisseur Guy Magar, der vor allem für solche TV-Serien wie A-Team mitverantwortlich war als Regisseur und sich hier an einem Spielfilm versucht hat. Natürlich ist das Ganze ziemlich low budget, hat einen gewissen leichten Trash-Einschlag, geht in eine gewisse Exploitation-Ecke. Aber ich muss sagen, der Film ist rundum gelungen und dann auch recht interessant von der Handlung ausgefallen, denn er variiert Charakterdrama und Besessenheitsfilm, beziehungsweise kann man den Film auch mehr an die Supernatural Horror-Ecke stecken, denn es geht hier um eine übernatürliche Präsenz, die Besitz ergreift von einem sehr erfolglosen Künstler namens George Miller, der versucht, in einer seligen Halloween-Nacht sich das Leben zu nehmen, da er an einer sehr schweren Depression leidet, die damit einhergeht, dass er als Künstler erfolglos ist, dass er in Beziehungen erfolglos ist, dass ihn im Grunde genommen niemand wirklich wahrnimmt. Und daher versucht er, sich das Leben zu nehmen. Allerdings funktioniert das nicht ganz. Während er am Sterben ist, übernimmt quasi eine übernatürliche Erscheinung seinen Körper, hält ihn am Leben und zwingt ihn natürlich dazu, schlimme Dinge zu tun. Er wird instrumentalisiert als Rachewerkzeug. Und das ist die Grundprämisse des Films, wobei es nebenbei noch einen kleinen Handlungspart gibt, in dem es vor allem um den vermeintlichen Love Interest von George geht, und zwar die Prostituierte Angel, für die er gewisse Gefühle hegt und versucht natürlich in irgendeiner Art und Weise bei ihr zu landen und zu punkten, was auch in vielerlei Hinsicht dann im Verlauf des Films auch immer wieder aufgegriffen wird und auch funktioniert. Aber an sich hat der Film einen wirklich durchgängig düsteren Grundton, und ich muss sagen, das Schauspiel von Dennis Lipscomb kommt, der letztes Jahr verstorben ist, ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Er verleiht George wirklich die nötige Tiefe. Es ist wirklich ein sehr plastischer Charakter, den man wirklich von Anfang bis Ende wirklich für voll nehmen kann, wahrnehmen kann. Ein absoluter Sympathieträger, aber auf der anderen Seite eine wirklich verlorene Seele. Ein Charakter, der einem durch und durch leid tut. Und das ist wirklich ein großes Verdienst von Lipscomb, der diesen Film wirklich aufwertet. Obwohl er natürlich die üblichen Krankheiten eines Low-Budget-Films hat, ganz klar, bei der Produktionsweise selber, aber durchaus Atmosphäre und Spannung aufbauen kann, sagen wir es mal so. Wobei für mich der einzige Kritikpunkt an dieser Stelle ist, dass der Film dann doch an manchen Stellen relativ zäh und langwierig ist und man hätte sicherlich 15 Minuten rausschneiden können, aber Guy Magar wollte sich natürlich die Zeit nehmen, um die Handlung Stück für Stück aufzubauen und den Charakter natürlich zu etablieren und auch aufzubauen, was ihm auch durchaus gelungen ist. Handwerklich muss ich sagen, sind Kameraschnitt wirklich sehr gut ausgefallen. Der Film hat einige sehr interessante Kameraeinstellungen. Er hat auch ein wirklich sehr schönes Sounddesign, was mit einem wirklich sehr klassisch gearteten Synthesizer-Soundtrack von Alan Howard einhergeht, der auch diverse Soundtracks für einige der Halloween-Sequels geschrieben hat, auch das ein oder andere Mal mit John Carpenter zusammengearbeitet hat, zum Beispiel beim Soundtrack von Die Klapperschlange oder Fürsten der Dunkelheit. Und auch die wenigen Make-up-Effekte wissen wirklich zu gefallen, denn sie sind relativ kreativ ausgefallen. Unter anderem stammen diese von Kevin Jagger und sie haben es durchaus in sich, obwohl der Film mittlerweile von FSK 18 auf FSK 16 runtergestuft worden ist. Allen voran in der Unrated-Version wissen die Kills dann wirklich nochmal zu überzeugen, beziehungsweise es wird dann noch, werden dann noch ein paar drastischere Häppchen mit draufgelegt, obwohl ich sagen muss, ist, dass die wenigen Effekte, dass man die an einer Hand abzählen kann. Insgesamt muss ich sagen, kann ich diesem Film eine Empfehlung aussprechen. Es ist durchaus ein kleines Genre-Juwel, was man für sich entdecken kann. Vor allem, da dieser Film sehr character-driven ist und wirklich einen durch und durch menschlichen, fleischlichen Charakter in den Mittelpunkt der Handlung stellt, muss ich sagen, hat mich das wirklich überrascht. Damit ragt er so aus gefühlten 100 anderen Horrorfilmen, die vielleicht auch in gewisser Art und Weise diese Thematik haben, etwas heraus. Natürlich hat er ein paar befremdlich wirkende Szenen, die schon ein bisschen so einen trashigen Appeal haben, aber insgesamt kann man dem Film durchaus eine Chance geben. Deswegen bekommt der Film gute 8 von 10 Punkte von mir. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr euch ihn gerne anschauen würdet. Ihr könnt natürlich reinschreiben, was eure liebsten Filme an Halloween sind. Das war es jetzt erstmal mit meiner Kritik zu Retribution, die Rückkehr des Unbegreiflichen. Und bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.